Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir haben Montag, den 26. Oktober und wir blicken heute, wie ich das in der Ankündigung schon geschrieben hatte, auf das WTI. Das ist ein wichtiger Markt, interessante Marker, die wir hier momentan im Blick haben. Dazu kommt heute auch noch Australdollar, Kanadadollar und Neuseelanddollar, US-Dollar. Das Ganze gleich hier in der Live-Besprechung. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis. Hier bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und das Ganze möchte ich an dieser Stelle noch verbinden mit der Bitte, wer hier live zuschaut, bitte Fragen stellen. Einfach rein in die Chats auf Facebook und auch auf Zoom. Wir bekommen ja immer wieder neue Zuschauerinnen und Zuschauer hier in die wachsende Community mit hinein. Und an der Stelle her auch herzlich willkommen hier unseren Neulingen beim Zuschauen. Und wie schon gesagt, wer einen Wunschmarkt auf dem Herzen hat, bitte einfach rein hier in die Chats. Und dann kann ich gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt entsprechend mit analysieren. Ich mache mir flott mal noch die Chats hier auf Zoom und dann geht's los. Ich hoffe, Zoom, Bild und Ton sind da gut. Auf Facebook sehe ich schon, das passt. Da kommen die guten Morgengrüße rein. Das ist eine feine Geschichte. Und an dieser Stelle, bevor wir hier jetzt auf die Nachrichten für den heutigen Tag eingehen, habe ich noch zwei Sachen mitgebracht, die doch interessant sind. Zum einen, morgen gibt es hier bei Tickmill exklusiv und live eine Podiumsdiskussion. Ja, das Ganze virtuell. Jetzt muss ich mal schauen, sollte auch anmeldbar sein. Hier an dieser Stelle. Morgen hier, US Election Live Debate Panel. Wer dazu Lust hat, da haben wir, ich glaube, 5 oder 6 Tickmill-Analysten sind wir hier zusammen. Und da wird es morgen sozusagen hier um 14 Uhr ein paar Meinungsaustausche geben. Sagt man das so? Keine Ahnung. Das Wort hatte ich so noch nie benutzt. Aber es gibt hier eine schöne Diskussion rund um das Thema US-Wahl. Wie wird das Ganze die Märkte bewegen? Worauf können wir achten? Worauf sollten wir achten? Welche Auswirkungen hat das Ganze denn auf die einzelnen Assets, die wir hier haben? Also das wird sehr, sehr spannend, einfach mal den Blick von ein paar verschiedenen Analysten auch auf die Märkte zu sehen. Das wird eine feine Geschichte. Wer dazu Lust hat, einfach hier auf die Tickmill-Seite gehen und zur Anmeldung und dann ist das Ganze gut. Ich packe das Ganze hier, die Links gleich mal noch rein in die entsprechenden Chats. Hier einmal einmal auf Facebook und hier entsprechend einfach mal auf Zoom noch mit rein. Also wer Lust hat, sich da entsprechend anzumelden, einfach draufklicken und dann ist gut. Und das Zweite ist eine, finde ich, eine sehr, sehr interessante Story, die ich an dieser Seite oder an dieser Stelle einfach mal kurz vermelden möchte. Wir hatten ja alle mitbekommen, dass es hier in Deutschland bzw. Europa seitens der ESMA neue verschärfte Regelungen gab zum Thema Anlegerschutz. Das haben aber nicht alle Länder weltweit eins zu eins so mitgemacht. Und interessant zu sehen ist, dass jetzt andere Länder auch auf den Zug mit aufspringen. So gesehen, hier, schaut euch das mal ganz kurz an dieser Stelle. Australien führt das Ganze jetzt auch ein. Das muss man jetzt nicht verstehen können, hier so flott zu lesen, aber an dieser Stelle einfach mal die Hebel. Ja? 30 zu 1, 20 zu 1, 10 zu 1, 2 zu 1 und 5 zu 1 für Kryptos, für CFDs, für Währung und. Interessant zu sehen. Also das Ganze wird weltumspannender mittlerweile. Es ist interessant, diese Entwicklung zu sehen. Man sieht halt, dass man mit dieser Assetklasse als Privatanleger doch gut arbeiten kann, aber das Schutzbedürfnis ist da und das sehen wir hier auch und da zeigt sich dann auch die Qualität der Broker. Die guten Broker wie Tickmill bleiben halt hier auch am Ball, stellen den Kunden sehr, sehr gute Konditionen bereit und auch mit den, höheren Margin-Anforderungen funktioniert das Trading trotzdem sehr vernünftig und deswegen schauen wir hier morgens auch immer vernünftig in die Märkte rein, machen eine ordentliche Analyse auch der Nachrichten und dann schauen wir uns die Assets an und schauen, was hier tradebar ist. So gesehen heute an Nachrichten, wir haben hier montags, wie häufig, nicht ganz so extrem viel an wichtigen Nachrichten. Wir sehen es hier, 10 Uhr gibt es den IFO Geschäftsklimaindex für den Monat Oktober und um 15 Uhr bekommen wir aus den USA die Verkäufe neuer Häuser. Das sind mal so die, die wichtigsten Nachrichten, deswegen hier mit 3 Sternen auch gekennzeichnet, die wir heute im Laufe des Tages erwarten können. Und damit,
würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Charts. Ich sehe schon, hier kriegt man auch noch eine Frage. Britisches Pfund, japanisches Yen, da schaue ich natürlich auch sehr, sehr gerne drauf. Zuvor schauen wir allerdings auf WTI, Australdollar, Kanadadollar und Neuseelanddollar, US-Dollar. Das Ganze wie immer hier bei uns im Stereo-Trader und ab und zu mal mit dem MTO in Live-Signal Add-on obendrauf. Schönes Signal zur Trenderkennung und zur Einstiegsbestimmung. Wer dazu mehr wissen möchte, gerne einfach mal auf mich zukommen, eine Frage stellen. Da kann ich das einfach mal hier auch in einer Spezialsendung mit erklären. So, wir starten durch mit Öl und zwar mit dem WTI. Das Kürzel für das WTI bei Tickmill ist hier XTI. Bildschirm mache ich jetzt im Video noch mit groß, damit man einfach alles sieht, was wichtig ist an dieser Stelle. Und wir blicken hier mal nicht ins kleine Bild, was ich hier an dieser Stelle zuerst habe, sondern was wir hier machen ist, wir blicken erst einmal in das große Bild rein. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal den Tageschart an und wir hatten das das WTI schon einige Male miteinander besprochen und wir haben jetzt hier im WTI, das ist so irre, als ich die Analyse gestern gemacht habe, hatte ich das Handelsset aber auch vorgestellt auf die fallenden Kurse. Das läuft jetzt schon, aber ordentlich mit Karacho nach unten. Daran sieht man, wie wichtig eine gute Vorbereitung hier an dieser Stelle ist, aber auch wenn wir jetzt den ersten Rutsch nach unten schon gesehen haben, die Händler jetzt für die Woche kommen ja auch erst rein, deswegen kann man hier auch gut hinschauen und wir haben nach unten hin auch noch ordentlich Potenzial, sodass wir das durchaus auch für den heutigen Kurzfristhandel nutzen können, aber auch diejenigen, die das Ganze als Swing Trade betrachten wollen, haben hier deutlich Potenzial und das ist wichtig zu sehen. Worauf achte ich jetzt hier in diesem Punkt, was wir hier sehen? Wir sehen das Öl, es kam von unten hier, das Low haben wir gehabt bei 3,42 hier im Öl, im WTI. Da ging es dann deutlich nach oben bis auf die 43,60. Ich gehe mal ganz kurz in den Wochenchart rein, damit man mal sieht, wo wir hier verortet sind. Ne? Wenn ihr euch das mal kurz anschauen wollt, hier das Level oben, das ist dieses Verkaufslevel hier, als es deutlich nach unten geht. Das war der große Widerstand, ganz grob oben zwischen 43,60 und 44 in dem Drehbereich rum. Also 43,60 waren da oben die Hochs sozusagen, die wir dort gehabt haben. Und da drehte der Markt das erste Mal rum nach einem Keil. Das ist das erste Dreieck. Also die Art von Dreieck, ne? Es gibt ja diverse Dreiecke, aber wir sehen jetzt hier im WTI halt Dreiecke, die der Markt spielt. Und wir sehen hier ganz klar momentan einen ziemlich stark abwärts gerichteten Markt. Und das sehen wir einfach daran, dass der Markt nicht hoch will. Und jetzt gehe ich zurück in den Tageschart rein, einfach mal um die Historie ein bisschen zu erklären und auch so die Lesweise, woran wir diese Schwäche, die wir momentan haben, auch erkennen. Das ist nämlich wichtig, da ein bisschen auf sozusagen die entsprechenden Werte auch einzugehen. Heißt also, Blick in den Tageschart. So, jetzt keine Sorge, ich bleibe jetzt nicht so klein, ich ziehe das Ganze noch etwas größer. Ich möchte nur mal auf etwas hinausgehen, was wir hier haben. Schaut mal, hier oben, das war der erste Ausbruch aus diesem Keil. Bärisch zu sehen, der rutschte nach unten und er hat an einer wichtigen Haltezone angehalten, nämlich dieses Level, was wir hier drüben haben, um die Marke von, was haben wir da unten, 36,40. Das war der erste Haltepunkt, den wir hier drüben gehabt haben, nach der Trendfortsetzung, die wir hier drüben gesehen haben, ne? Wo es schön nach oben ging. Das hat sich dann auch alles abgeflacht in dieser Keilformation. So, jetzt ist dieser Keil hier oben gebrochen worden und jetzt ist das Interessante, wo der Markt hier angehalten hat, nämlich genau wieder in diesem Bereich. Und wir bleiben mal kurz bei diesem Bereich. Schaut mal, da unten kam da zum dritten Mal dieser Bereich zum Stehen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass wir auf der Unterseite um die 36,40 einen Boden haben, der scheinbar etwas halten wird. So, das ist das eine. Das zweite ist hier oben das Ausbruchslevel, also der Markt sozusagen, als wir nach unten umgedreht sind. Also das Level, was wir hier oben hatten. Hier oben kam der Ausbruch aus dem bärischen Keil, der dann zum ersten Kursrutsch geführt hat. Und das ist jetzt das Interessante an dieser Stelle. Wir sind hochgelaufen in der Korrektur, untergeordnet mit einem kleinen Aufwärtstrend. Rangelaufen und da war das erste Mal der Drehpunkt, hier oben an dieser Stelle, das der Widerstand und damit hat sich hier oben ein Widerstand etabliert, der mittlerweile dreimal, sage ich mal, oder hier auch viermal getestet wurde, ohne dass der Markt es geschafft hat, drüber zu laufen. Das heißt, wir sehen an dieser Stelle, nach oben geht es erst, wenn wir nachhaltig dieses Widerstandslevel hinter uns bringen. Ja? Das heißt, wir haben nach oben natürlich auch Handelschancen. Das sehen wir im kleinen Bereich gleich, wenn wir uns mal den Stundenchart anschauen. Aber der Markt ist halt weak. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr schwachen Markt, der immer wieder von oben abprallt. Und jetzt kommt es halt darauf an, was der Markt weitermacht. Und im kurz- und mittelfristigen Bereich haben wir hier nämlich diverse, also zwei verschiedene Herangehensweisen.
Die erste Herangehensweise ist ganz klassisch In-Range Trading. Das heißt, wir kommen von oben runter, haben jetzt das Median quasi auch schon verlassen. Das heißt, wir könnten jetzt hier im kleineren auf den fahrenden Zug aufspringen und dann erst einmal hier unten diese 36,40 mit im Blick nehmen. Das ist das eine. Das zweite Setup ist, dass wir hier nach dem dritten Testversuch von oben nach unten, also hier, wo wir abgeprallt sind, abgeprallt und hier auch den Abprall, dass wir hier durchfallen. Passiert das, dann müssen wir deutlich tiefer gehen. Das heißt, an dieser Stelle hier, zack, dann sehen wir hier unten dieses Umschwunglevel, dieses größere Umschwunglevel um die 28,80. Und was dann noch ein bemerkenswerter Part ist, halt dieses Level hier oben. Also zwischen 28,80 und 30, das ist so ein Drehbereich, den wir anlaufen, auf der Uhr haben sollten, wenn es tatsächlich nach unten geht. Im kurzfristigen, ein kurzfristiger Haltepunkt, den wir hier auf der Unterseite noch sehen, da kann ich das mal ganz kurz noch mit nach unten ziehen, ist hier dieses kleine Zwischentief. Das kam quasi hier aus diesem Bereich, Moment, hier, wo der Markt hier hochgeschwungen ist, das war ein Korrekturtief an dieser Stelle um die, was haben wir hier, 34,20 nehme ich mal an, was wird das sein, 34, im Tief war es 34,34, was wir hier hatten, das ist schon ein Anlaufpunkt, den kann man mit auf der Uhr haben, wenn es denn nach unten geht. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze allerdings mal noch in der kleineren Zeiteinheit an, weil ich hatte ja auch schon gesagt, wir sind hier mitten in der Range. Ich nehme jetzt mal ganz kurz mein Gekritzel raus hier an dieser Stelle und wir sehen, dass wir hier aus der Range die Situation nach unten mit am Laufen hatten und ich hatte das im Blog auch geschrieben, hier an dieser Stelle, wo es nach unten ging, also hier an diesem Punkt, von oben nach unten, das ist jetzt Trendentstehung, als wir hier runtergerutscht sind. Wir haben dort sozusagen dort den Abwärtstrend im Größeren nach unten geschoben und der läuft jetzt weiterhin. Wie ein Stein fällt das Ganze nach unten. Das ist jetzt noch nicht fertig. Das heißt, wenn ich das mal etwas zusammenzoome, jetzt wird es etwas enger mit den Kursen, aber ich möchte hier auf das gesamte Bild einfach mal ganz kurz eingehen. Wir haben hier den Markt nach unten trenden, ne? Denn Lower Timeframe haben wir ja gerade gesehen, den höheren Zeitrahmen, der ist jetzt blau, weil dieser Aufwärtstrend oben rausgenommen ist. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder mal den Bruch entsprechend des Aufwärtstrends, der ist hier gekommen. Erstmal ist hier der Abwärtstrend entstanden an dieser Stelle hier und dann wurde auch noch das große Trendlevel rausgenommen. Das heißt, der Markt ist jetzt eindeutig abwärts gerichtet und da müssen wir jetzt sehen, wie geht das Ganze denn weiter? Und da mache ich jetzt nochmal ganz kurz, nein, Moment, wir müssen erst noch auf den Markt nach unten schauen, ganz kurz den Blick zur Unterseite hin. Was haben wir unten an dieser Stelle, wenn es hier jetzt einfach so weitergehen sollte, hier diesen kleinen Umschwungbereich nach unten hin um die 37,50, ne? Hier sehen wir es. Das ist ein Drehbereich gewesen, den hat der Markt öfter mal beachtet, raufgefallen, hochgegangen, drunter getestet, nochmal runter, nochmal getestet, hoch, getestet, wieder hoch. Also ein Umschwunglevel, was durchaus Marktbeachtung haben. Erstes Zwischenziel auf dem Weg nach unten und das zweite ist ganz klar mal hier unten das Zwischentief in diesem Support, was ich gesagt habe, das ist die Unterseite der Range im Kurzfristbereich, die 36,40. Das ist das, was wir durchaus zur Unterseite auf der Uhr haben können. Zur Oberseite gibt es aber auch ein bisschen was und zwar, wenn wir jetzt hier in die Korrektur gehen, aus diesem Bereich raus, da kommt es jetzt darauf an, wie klein man das Ganze traden möchte. Ne? Diejenigen, die sich gerne mal den 5-Minuten- oder auch Minuten-Chart anschauen, die können sich natürlich sagen, Guys, okay, das passt ja, hier haben wir eine schöne Bewegung, die kann jetzt korrigieren, da können wir ein Stück nach oben laufen und das, was wir hier nach oben hin dann sehen, das wären mal ganz klar hier, erstes kleines Korrekturlevel im Anlaufbereich hier, dieser Punkt, wo es unterschritten wurde. Ne? Also wenn wir uns das mal kurz im 5-Minuten-Bereich anschauen, dann heißt das halt, hier ist der Rutsch nach unten, das ist der Trend im Bewegungsarm, den wir jetzt haben und wenn es korrigiert, wäre das hier oben, dieser Ausbruchsbereich um die 38,70 mal das erste entsprechende Anlauflevel und dann nach oben hin zu sehen, hier das Zwischenhoch im Stundentrend bei 39,15 beziehungsweise hier das Trendfortsetzungslevel, das nächste hier um die 39,35. Das ist hier im Kurzfristigen, was wir haben, zur Oberseite hin an dieser Stelle. Jetzt gehen wir mal wieder zurück und das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen weiter nach oben ausdehnen. Es kommt darauf an, wie weit das geht. Das heißt, wir wissen ja, wenn es über die 39,15 drüber laufen sollte, ja, dann ganz klar, dann haben wir hier erst einmal den Bruch dieses Bewegungsarms, den wir hier auf Stundenbasis sehen und dann haben wir den Weg nach oben offen und dann sehen wir erstmal hier diesen kleinen Ausbruchsbereich um die 39,35 und dann können wir uns noch ein Stück weit höher stellen, hier den größeren Trendbildungsbereich, also das, was sich hier gebildet hat, als Abwärtstrend dann sozusagen, also wenn ich das mal kurz anzeichnen darf, hier, wo es nach unten gegangen ist und der Durchlauf hier komplett reinging in den Bewegungsarm, was sich jetzt bis runtergezogen hat, das sehen wir hier und da war ja die Dreh- bzw. die Trendentstehung hier unten um die 39,35.
46, 47 oben in diesem Drehlevel rum. Das sind Marker, die sind dann durchaus auf der Uhr. Sollten wir hier einen deutlichen Rückschnapper bekommen, ja, nach oben hin. Es gibt immer Wege nach oben hin. Hier das nächste größere Trendtuch haben wir dann bei 40, 75. Da muss man allerdings wirklich sehen, was der Markt hier spielt. Wir haben momentan noch überhaupt keine Anzeichen dafür, dass er da hochdreht. Aber wer weiß, was kommt. Eine starke Gegenbewegung ist immer möglich. Aus diesem Grund sollte man das als Händler so ein bisschen mit auf der Uhr haben, damit man sieht, an welchem Stellen könnte denn hier plötzlich Kaufdruck in den Markt kommen, weil die Shorties fangen ja irgendwann an, sich einzudecken, und da haben wir halt die Order-Platzierungen hier schon mal gut ersichtlich, und das ist so für die Planung wichtig. Ansonsten der Blick nach unten hin, der ist ganz klar gerichtet. Hier sehen wir es auch in der Stunde mit dem Fortgang des Trends nach unten. Also wenn wir hier unter das Zwischentief drunter weiter durchlaufen, hier, das haben wir die Marke unten drunter, haben wir das Low momentan bei, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich treffe hier, bei 38,64, also hier, ich mache es mal kurz drauf, 38,64, wenn es da drunter fällt, tja, nee, Moment, das war die falsche Kerze, ich mache es doch mal etwas größer, so, hier haben wir das Low unten, das ist bei 38,32, ja, waren wir doch fast richtig beim ersten Mal, so, 32, also das ist mal der Marker, den wir hier durchaus nach unten haben. Und wenn es da drunter einfach weitergeht, tja, dann haben wir es nach unten laufen. Trendfortsetzung nach einer kurzen Korrektur sozusagen. Und dann können wir uns halt zur Unterseite orientieren. Und wie schon gesagt, die nächsten Anlaufpunkte, wenn es hier drunter fällt, da haben wir das Drehlevel um die 37,50 beziehungsweise dann die Unterseite der Range im Kurzfristbereich. Das ist interessant. Und für diejenigen, die sich jetzt anschauen, wie kann denn so eine Umkehr umschauen, da gehen wir nochmal kurz in die 5 Minuten rein. Und Leute, hier sehen wir es einfach. Wir sind momentan einfach nur am Laufen. Die Gegenbewegung trendig fängt dann an, also wenn wir wirklich anfangen, eine ernst gemeinte Gegenbewegung zu sehen, die jetzt nicht nur in einem Schub nach oben geht, sondern die ein bisschen dauern kann, dann haben wir jetzt schon den ersten Ansatzpunkt da, nämlich schaut euch das mal an, die Situation, die wir jetzt hier haben. Wir haben jetzt hier den Rutsch sozusagen nach unten, ja, also der kam sozusagen hier, ging es nach oben hin, dann haben wir hier den ersten Schub nach unten wieder in Richtung des übergeordneten Trends, dann sind wir durchgelaufen, haben ein bisschen korrigiert und sind jetzt hier nach unten durchgelaufen. Und jetzt hier, schaut mal, erste bewegen. Wenn das jetzt kein neueres Tief gibt, sondern irgendwo vorher anhält und dann nach oben läuft und hier entsprechend einen kleinen Aufwärtstrend macht, das ist dann das, wo wir sehen, der Markt meint es wirklich ernst mit einer Korrektur. Und das Schöne an dieser Stelle ist wirklich, wir sehen es jetzt. Ne? Wenn es jetzt wirklich hier oben drüber geht, über dieses kleine Zwischenhoch hier oben, über diese Marke von na, ganz knapp 38,53, dann haben wir hier im Kleinen einen Aufwärtstrend in 5 Minuten und das bringt uns dann nach oben, weil dann haben wir erstmals eine Sequenz von steigenden Hochs und steigenden Tiefs, und das ist genau das Thema der Korrektur. Und dann kann man im Kurzfristbereich durchaus raufgehen und schauen, wo haben wir denn Anlaufbereiche da, und die haben wir ja entsprechend hier gerade auch mit beleuchtet. Das zum WTI, und dann gehen wir über zu den Währungen. Bei den Währungen habe ich heute auf der Agenda Australdollar, Kanadadollar und Neuseelanddollar, US-Dollar. Wir starten mal zuerst mit dem Neuseelanddollar, US-Dollar hier an dieser Stelle. Warum starten wir damit? Interessante Verortung. Ich habe jetzt hier, wir haben das Währungspaar vor kurzem mal besprochen mit der aktuellen Sequenz, die wir hier haben. Es sieht interessant aus, was hier oben jetzt passiert. Aus zwei Gesichtspunkten sieht es interessant aus. Das Thema Nummer eins, was wir hier sehen, ist, wir sind ja weiterhin verordnet in einem Aufwärtstrend, wenn wir uns die Woche jetzt mal anschauen. Ja, bitte jetzt nicht gleich abschalten und sagen, wieso guckt sich der Seidel hier schon wieder die Woche an. Ich gucke mir die Woche an, weil halt das Level, was wir hier auf der Woche sehen, ein sehr, sehr interessantes ist. Und zwar folgendes, schaut mal hier. Das ist der intakte Aufwärtstrend. Der ist absolut in Ordnung hier an dieser Stelle, ist hochgelaufen. Wir haben hier untergeordnet aber gesehen, hier wird es ein bisschen tricky an dieser Stelle. So, dann sind wir jetzt hier runtergelaufen, laufen jetzt wieder hoch. Das heißt, rein mal von der technischen Seite her gesehen, ist das Ganze jetzt hier eine Wendeformation, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Umkehrformation, die durchaus zu zwei Dingen führen kann. Entweder irgendwas in dieser Richtung, Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wobei der Kopf nicht wirklich schick ist, ja,
oder aber es geht direkt wieder mit nach oben. Das sind die zwei Marker, die wir jetzt hier an dieser Stelle haben. Und was mich jetzt hier an dieser Stelle so interessiert, an dieser Wendesituation hier oben, genau die Verortung, die wir hier oben haben, ist einfach die Tatsache, dass wir durchaus die Chance haben, auch nach oben reinzulaufen, in dieses Widerstandslevel hier oben rein, um die, naja, zwischen 67, also 0,6750 und knapp 0,68. Das ist ein interessanter Marker, weil, jetzt gehe ich nochmal kurz ins Kleinere rein, Moment, das mache ich über dieses hier, schaut mal hier, das, wenn man sich das mal annimmt hier und sich mal im Feineren damit befasst, einfach zu sagen, okay, nimmt man mal die Bewegungsarme, war das hier eine Korrektur? Hier wurde nochmal ein kleines höheres Hoch geschrieben. Das heißt, dieser Trend ist an dieser Stelle hier unten beendet worden. Also hier unten ist der Aufwärtstrend rausgeflogen auf der Wochenbasis. Und jetzt ist es halt interessant, das Haltelevel hier unten bei 0,651, das war ein Support oder ist ein Support. So, und jetzt kommt es drauf an, fliegt der Markt hier oben drüber, dann sehe ich gute Chancen, dass wir nochmal ein Stück weiter hochlaufen. Dreht der aber hier oben rum, ja, dann an dieser Stelle ist ganz klar, dass wir auf der Tagesbasis, nein, auf der Wochenbasis, so rum, möglicherweise etwas sehen wie das nach unten. Also wir haben jetzt den ersten Schub zur Unterseite auch reinbekommen. Hier, das war der Schub nach unten, der diesen Wochentrend gebrochen hat. Und wenn wir uns das jetzt mal annehmen und schauen, wo geht denn jetzt die Reise hin? Tja, dann könnten wir relativ schnell Folgendes sehen, wenn wir jetzt tatsächlich aus der Verortung, wo wir sind, abprallen nach unten und der Markt hier rumdreht, das könnte durchaus auf Wochenbasis ein interessantes Abwärts-Setup geben, was wir uns auf Tagesbasis jetzt mal anschauen. Das ist die interessante Verortung hier an dieser Stelle. Deswegen erst einmal der Blick in die ganz, ganz große Zeiteinheit und ja, jetzt mal in die kleinere Zeiteinheit. Und da sehen wir nämlich schon, was ich hier an dieser Stelle gemeint habe, hier auf der Tagesbasis. Wenn ich es etwas zusammenraffe, kann man es besser erkennen. Schaut mal hier, das war der Aufwärtstrend nach oben hin. Letztes, vorletztes Hoch, nochmal ein höheres Hoch gemacht. Schönes Korrekturtief und jetzt läuft der Markt hier runter. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Also hier in Blau der erste Schub nach unten. Dann untergeordnet nochmal leicht nach oben, aber hier oben in diesem Bereich um die 66, 87 immer wieder Schwächezeichen. Also hier ran abgeschwächt, hier ran zurück, ran, zurück, ran, zurück. Also im Kleinen die Schwäche, ja. Das kann jetzt dazu führen, und das ist das, was ich gemeint habe, entweder der Markt schafft es tatsächlich, oben drüber zu stabilisieren. Das wäre dann die Aufwärtssequenz. Da wäre es dann so, dass der kleine Trend, den wir jetzt hier am Laufen haben, also wartet mal, ich mache mal kurz hier das MTO in Live rein. Mal gucken, ob wir das sehen. So, zack. Dass wir uns den Trend gleich mal anzeigen lassen können. Hier haben wir es. Doppelklick drauf. So. Ja, man sieht es. Also hier. Aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts. Das Rot ist die Gegenbewegung. Ja? Trend nach oben, nach unten. Das ist interessant, was wir hier sehen. Und hier sehen wir halt auch, dass der große Trend rausgenommen wurde, ne? Wenn man sich das mal anzeichnen lässt. Und wenn wir uns das Ganze unter diesem Kontext jetzt mal anschauen wollen, da bekommt das schon einen Hauch von Chance nach oben, aber auch den Risiko nach unten, weil wir zögern halt hier oben so. Und das ist das, was wir uns jetzt mal in der kleineren Zeit anschauen, sozusagen in dem 4-Stunden-Chart, ne? Und da sehen wir es hier. Der Schub nach oben ist schon wieder da. Wenn wir jetzt hier den Weg nach oben weiterfinden, dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Einfach mal nur visualisiert, dass hier gut geplant werden kann. Also hier die Oberseite, schaut mal hier, das ist das Kleine, was wir sehen. Das ist der Trend, den es jetzt nach oben geschoben hat. Und dieser Trend fängt jetzt hier oben an, ein bisschen zu zögern. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Wir sind tief in die Korrektur gelaufen, ja. Kommen jetzt hier oben nicht so richtig zu Potte. Und das ist jetzt der Punkt. Wenn wir es tatsächlich nicht schaffen, hier drüber zu laufen, dann fällt der Markt hier runter ab. Das wäre dann das Umkehrsignal, dass wir den Abprall bekommen. Und im Kleinen hat das dann schöne Anlaufmarke auf der Unterseite, nämlich hier, das sind die Zwischentiefs, die wir sehen. Ja, und da haben wir gute Ziele auf der Chart-Unterseite. Wir schauen uns das Ganze auch gleich noch mit entsprechend den Zahlen an. Das heißt, ich nehme mal kurz die Linie hier. Also sollten wir tatsächlich hier einen Abwärtstrend machen, unter die Marke von 0,66,6 fallen, dann sind die Anlaufpunkte erstmal ganz klar hier, die 66,30 in etwa und dann unten am Tief hier der Drehpunkt, die 66, mal 65,50 in etwa.
schöne Anlaufpunkte auf der Chart-Unterseite. Ich habe unten auch noch ein kleines Level hier an diesem Zwischentief, was wir haben. Also sehr, sehr interessant von der Anlaufweise her für die Unterseite, wenn wir hier tatsächlich den Abprall bekommen. Und das würde dann nämlich in das ganz, ganz große Bild der Woche passen. Und hier an dieser Stelle bitte wieder aufgepasst. Das ist ein extrem frühes Setup. Ja, wir haben das neulich auch gesehen beim Australdollar. Da lief der Markt gut nach oben an und dann ist er erstmal wieder nach unten abgerutscht. Das kann immer wieder passieren, wenn man so früh da sind. Da muss man flott mit dem Handelssetup sein, das Ganze anzupassen. Oder aber, wenn man den längeren Atem haben möchte, die Positionsgröße entsprechend zu gestalten, dass das keinen zu starken negativen Impact aufs Portfolio hat. Aber die Chancen zur Unterseite, die sind da. Ja, genauso wie sie auch zur Oberseite da sind. Wenn sozusagen jetzt dieser Aufwärtstrend, der kleine hier, also der hier entsprechend angezeigt wird, hier mit grün, wenn der am Leben bleibt und wir hier oben drüber laufen, also das heißt hier in die Fortsetzung dieses Trends gehen, dann können wir uns zur Oberseite orientieren. Auch dazu muss ich das Bild mal kurz zusammenraffen. Und da sehen wir sozusagen hier drüben diesen Umschwungbereich. Ich nehme mal kurz die Trenderkennung hier raus. Schaut mal hier oben. Hier ist der Markt umgefallen. Das hier oben um die 0,65, 50, 52, das wäre mal das nächste Anlauflevel. Wenn es der Markt tatsächlich hier drüber schafft, dann ist hier wenig Luft, was aufhalten kann. Oder da ist viel Luft und nichts dazwischen, was aufhalten kann. Und das ist die interessante Seite. Also geht es oben drüber, Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Das wäre das Long-Szenario. Fallen wir unten drunter unter die 0,6660, ist das Initiierung eines kleinen Abwärtstrends hier in den 4 Stunden. Und wenn wir uns das Ganze dann mal auf Tagesbasis anschauen möchten oder wollen, da geht es halt runter hier in die Korrektur. Und wenn wir hier unten diese Level rausnehmen, dreht der Markt komplett rum. Das ist die sehr, sehr frühe Chance hier, was dann in den Tag die Abwärtsrichtung bestätigen kann und das ganze Bild dann in der Woche entsprechend rund macht. Das ist der Blick in Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und dann gehen wir hier auf das Währungspaar Austral-Dollar, kanadischer Dollar. Das auch eine sehr, sehr schöne Verortung momentan in der Korrektur des laufenden Abwärtstrends. Ich raff's mal kurz hier über die Woche mal zusammen. Hier sehen wir auch so eine klassische Umkehr, die wir gehabt haben. Wir haben hier oben im großen Bild, sehen wir es schön, eine Trading Range gehabt. Oben irgendwo der Deckel drauf bei 0,96, 55 bis 60. Unten einen schönen Schwungbereich um die 0,94, 25 in etwa. Wir sehen es, wir sind hier trendig nach unten gelaufen. Auch hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, auf dieser Basis hier sehen wir, der Abwärtstrend ist absolut intakt. Wir trenden auf Basis des Tages auch schön nach unten und wir sehen, wo wir jetzt mit der Korrektur hingelaufen sind. Wir laufen hier in Richtung dieses Ausbruchslevel zur Oberseite hin. Ne? Das ist also sozusagen etwas, das wir jetzt durchaus als Widerstandslevel im Markt haben, weil wir einfach drunter gelaufen sind. Und damit haben wir jetzt ein Anlauflevel, auch für den Tag, das interessant ist. Und das schauen wir uns jetzt mal auf Tagesbasis an. Denn wir sehen hier auf Tagesbasis momentan eine sehr schön laufende Korrekturbewegung nach oben. Und das Widerstandslevel hier oben ist nicht wegzudiskutieren. Und wenn wir mal schauen, wo wir mittlerweile hingelaufen sind, hier unten, da war das Trendfortsetzungs- bzw. hier im Größeren, was jetzt hier gekennzeichnet ist, das Bildungslevel hier, die Marke um die 93,86 in etwa hier das Low. Wo haben wir das Low genau? Das Low liegt bei 93, naja, 85, 9. Also, das Level haben wir da. Und wenn wir hier tatsächlich die Schwäche reinbekommen, ne, wir sind rangelaufen an dieses Level, sind schwach reingegangen, haben jetzt nochmal durchgearbeitet mit, dann haben wir schöne, schöne Anlaufmarker zur Unterseite. Erst einmal hier das Vortagestief, das ist Nummer 1. Nummer 2, das kleine Zwischentief hier. Das sind Marker, die sollten wir durchaus im Blick behalten. Und wer sich das Ganze jetzt mal anschaut im 4-Stunden-Chart, der sieht schon, was hier an dieser Stelle los ist. Ich nehme mal die Trenderkennung ganz kurz raus. Und zwar, ich skizziere es mal mit der Hand. Wir sehen jetzt hier die korrektive Gegenbewegung. Also hier hat das Ganze gestartet, ist nach oben gefallen, hat den Aufwärtstrend gemacht. Hier ist jetzt die Korrektur reingegangen. Also wir sehen ein ähnliches Bild wie das, was wir gerade im Neuseeland-Dollar, US-Dollar gesehen haben. Und jetzt wird es nämlich wirklich interessant. Wenn wir tatsächlich hier ein tieferes Hoch bekommen und dann nach unten wegdrehen, das wäre hier die Umkehr zur Unterseite. Das heißt, das wäre die Umkehr der Nachfrage, das Short-Signal im laufenden Abwärtstrend im Austral-Dollar, Kan-Dollar. Und das kann man dann ordentlich nach unten abpacken. Das heißt, sollten wir nicht hier übers Zwischenhoch drüber laufen, also über diese Marke, die wir sozusagen hier oben haben, dieses kleine Hoch da oben, also dieses hier an dieser Stelle, hier an diesem Punkt, dann haben wir hier die Abwärtsgelegenheit zur Unterseite. Fliegt der Markt natürlich drüber, heißt das ganz klassisch, Fortsetzung des Trends auf der Korrektur, also das ist der Korrekturarm sozusagen.
logischerweise im Aufwärtstrend. Nächstes Anlauflevel dann hier oben, dieser Bereich um die 94,25 in etwa. Also dieses Level, was ich hier markiert hatte, das ist ja das, was wir schön auf der Woche auch und dem Tag rausgekundschaftet haben. Dieses Level wäre mal das nächste Anhaltslevel. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf diesem Punkt noch nicht umkehren, ist es ganz, ganz wichtig, auf die Lauer legen, was hier oben passiert. Irgendwann kommt die Umkehr und wenn die Umkehr kommt, dann haben wir schön eine Umkehr aus einer Korrektur hier auf der Tagesbasis. Und die Korrektur ist jetzt wirklich auch in ein schönes Level reingelaufen. Wie schon gesagt, ein bisschen Luft nach oben ist noch da, aber wenn wir irgendwo hier in diesem Bereich rumdrehen, wäre das wirklich sehr, sehr interessant. Wenn wir uns das mal kurz anzeigen lassen wollen, hier an dieser Stelle, schaut euch das mal an. Ich mache auch mal den Entry-Bar noch rein, hier. Das ist sozusagen jetzt die Korrektur, die wir jetzt hier am Laufen sehen. Das war der höhere Zeitrahmen und hier bis da hoch kann ja die Korrektur laufen, bezogen auf diesen untergeordneten Trend hier, ja. Und wenn wir jetzt hier schon umkehren, ist das wirklich ein deutliches Schwächezeichen. Und das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, hier den Weg deutlich entsprechend mit nach unten zu schieben an dieser Stelle. Also sehr, sehr wichtig, das Ganze hier zu betrachten. Und wenn wir wirklich die Schwäche reinbekommen, dann an dieser Stelle, zack, geht es hier nach unten. Das heißt, Schwäche an dieser Stelle, Schwäche bezogen auf den Chart, das heißt, der Markt dreht hier sozusagen rum, das heißt, der Candle wird schwerer, also der legt an Wert sozusagen zu und drückt sozusagen die Waage hier nach unten, deswegen bekommen wir hier fallende Kurse, man muss also mehr Australdollar auf den Tisch legen für die Candle und deswegen läuft das entsprechend hier nach unten, man kriegt einfach weniger für sein Geld, das an dieser Stelle. Hier, dazu bekommen wir auch noch eine Frage, Australdollar schwach und Kandollar schwach ist gleich Seitwärtsphase. Nee, wir sehen hier keine Seitwärtsphase, gerade jetzt in diesem Kontext hier, wartet mal, ich gehe mal ganz kurz, ich muss mal schauen, ob ich das hier flott auf die Reihe bekomme. Wenn wir uns mal kurz die Futures anschauen wollen, Finnwitz, ich hoffe, man kann das gleich erkennen, wenn ich es mal hier drauf mache, kurzen Augenblick. Ich mache es mir auf dem Bildschirm, buh, Guys, es ist ein Wochenchart. Guckt euch mal die Indizes hier an. Alles ist gehämmert rot. Wir sehen momentan einfach den Markt immer nur mal kurz nach oben durchatmen bei den Indizes hier oben und dann bäm, geht's ordentlich nach unten. Der DAX hier 1,88 im Minus. Das ist voll die Corona-Angst, die wir hier sehen. Ich weiß, ich schweife jetzt kurz vom Thema ab. Wir wollten eigentlich auf die Currencies gehen, aber Guys, das ist einfach das, die Angst, die der Markt hier spielt. Es kommt mittlerweile wieder bei den Politikern auf den Tisch, dass man diskutiert, möglicherweise doch nochmal einen vollständigen Lockdown zu machen. Da hat man natürlich Angst. Aber kurz zurück. Australdollar schwach, Kandollar schwach, war die Frage hier an dieser Stelle. Und das heißt an diesem Punkt, schaut mal hier, natürlich der Kandollar, wartet, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Moment, ich mache mal den Kandollar-Future kurz auf, hier an dieser Stelle. Also, hier oben, ich hoffe, man kann das so ein bisschen zumindest von der Lesweise her sehen, was wir hier machen. Ich screen das mal ein. Wir haben hier einen roten Tag. Also, der Kandollar fällt nach unten ab. Ja? Der ist schwach, das ist Nummer 1. Und wir sehen das Ganze auch im Australdollar. Ähnliches Bild an dieser Stelle. Er fällt auch etwas ab an diesem Punkt. Ne? Hier, da haben wir auch eine rote Kerze. Das heißt, tendenziell sind schon beide Währungen auch schwach. Beide Währungen sind hier auch sozusagen nach unten hin verortet. Ja? Gerade heute sind beide Währungen auch am Fallen. Aber das ist halt so, man kann diesen Kontext nicht 1:1 aufeinanderlegen. Ja? Wir sehen heute, dass der Australdollar und der Kandollar fällt. Der Kandollar fällt aber stärker als der Australdollar. Das heißt, der Australdollar ist nicht ganz so schwach wie der Kandollar. Diese Währung ist allerdings verortet jetzt in einem Abwärtstrend. Das heißt, bitte, trotz dass man da Schwäche sieht, selbst wenn man zwei schwache Währungspaare hat, ja, ist eins davon meistens stärker als das andere. Und das bringt dann halt diese Charts auch zum Bewegen mit rein. Und aus diesem Grund ist dieses Stärke-Schwäche-Spiel zwar gut zu sehen, aber der Kontext, wenn man zwei schwache Währungen hat sozusagen, einfach auf die Charts schauen. Und wenn der Markt nach unten geht, ist die Schwäche bei beiden Währungen relativ egal, wenn sie beide schwach sind. Das Währungspaar, was sich hier durchsetzt, wird sich entsprechend im Chart aufmerksam machen. Das heißt, entweder wir laufen noch höher rein, wenn sozusagen der Kandollar heute schwächer wird als der Aussie-Dollar, dann läuft es noch ein Stück nach oben. Kehrt sich das Bild allerdings wieder um, dann rutscht es nach unten. Das muss man einfach so ein bisschen sehen, wie der Markt sich hier verhält. Also nur weil beide Währungen schwach sind, hat man nicht quasi eine Seitwärtsphase, sondern es bewegt sich trotzdem. Und wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis anschauen, haben wir ja hier einen schönen Abwärtstrend an dieser Stelle. Das zum Australdollar. Und damit gehen wir noch auf die Frageseite ein. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen hier. Wir haben britisches Pfund, japanischer Yen an dieser Stelle.
Und wir haben den S&P 500 auf der Frageliste. Na klar, das passt. Also, schauen wir uns an. Wir starten mal mit dem britischen Pfund, japanischen Yen. So, britisches Pfund, japanischer Yen. Wo ist er hin? Hier unten, da haben wir ihn liegen. So, ich gehe zuerst mal auf den Tag. Ja, Holger, ich gehe mal davon aus, das ist okay für dich. Und im Tag, hier, schaut es euch an. Moment, ich nehme mal mein Gekritzel hier kurz ein bisschen raus. So, was haben wir im Tag? Eieieiei. Das sieht einfach aus hier an dieser Stelle. Moment. Das ist irre. Also, hier, das ist eine Formation. Ich möchte das jetzt nicht als Schulterkopf-Schulter aufrufen, ne? Aber wenn wir uns die Charts mal anschauen, also jetzt nicht als Schulterkopf-Schulter, weil teilweise die Konstellationen nicht genau passen, wie bei einer schönen entsprechenden Schulterkopf-Schulter-Formation. Aber die Situation, die wir momentan haben, ist ganz häufig die gleiche. Also hier sozusagen Schub nach oben, Korrektur, nochmal neues Hoch, Korrektur, ein tieferes Hoch und dann geht es nach unten. Das ist etwas, das sehen wir momentan bei einigen Währungspaaren, die wir hier an dieser Stelle haben. Und das ist jetzt die interessante Story auf dieser Seite. Hier geht der Markt jetzt wieder in die Schwäche rein. Und wir haben hier unten diese Linie im untergeordneten Bereich, 136 um die 30. Das ist jetzt echt interessant. Schaut man sich das mal im Kleinstbereich an, sehen wir nämlich genau, welche wichtige Bedeutung diese Marke hat. Hier muss ich kurz zusammenraffen. Nämlich hier, ich skizziere es kurz an. Das ist noch der Aufwärtsmarkt, nur mal im großen Bild hier. Die Korrektur, die Bewegung nach oben. Im Kleinen haben wir jetzt den Abwärtstrend schon da. Ganz klar, er trendet nach unten. Also hier in diesem Bild sozusagen unten rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 Trendteile, die wir hier aneinandersetzen können. Und das ist jetzt wirklich interessant, weil der Markt nimmt momentan echt komplett Kurs auf diesen Drehbereich hier. Und dieses Level, was wir hier haben, ist extrem wichtig. Wenn wir da nämlich einfach durchploppen nach unten hin, dann zeigt uns der Markt ganz klar, er will nach unten. Und das geht dann in Richtung Fortsetzung des Tagesabwärtstrends. Im kleinen Bereich hier, sozusagen auf der Stunde, sehen wir schön, wenn dieses Level fällt, haben wir hier unten einen Anlaufbereich bei 135, 85. Und dann sind wir schon unten im Supportbereich um die 135, 40. Sehr, sehr interessant, wenn die Schwäche hier weitergeht. Prallen wir allerdings von hier unten ab, muss das auch was bedeuten. Und das bedeutet, wir müssen uns auf die Korrektur einstellen. Und das erste Anlauflevel für die Korrektur sehe ich dann, wenn wir jetzt plötzlich einen Abprall erst einmal kurzfristig hinbekommen, hier oben in diesem Zwischenlevel um die 136,70. Das ist der Blick in britisches Pfund, japanisches Yen. Und dann gehen wir hier mal noch auf den S&P 500 ein. Hier. Das Ganze. Und da sehen wir mal den Blick in die Stunde. Und das ist das ja, was ich sehr, sehr gerne mache. Auch wenn der ein oder andere Trader dann immer sagt, ach Mensch, wir sind doch trotzdem aufwärts hier, wir sind doch schön nach oben gestiegen, wir können hier schön long gehen. Das habe ich mir am Freitag auch gedacht, als ich mir die Indizes angeguckt habe und auch mal auf die kleineren US-Indizes, auch den Russell 2000 mal angeschaut habe. Der ist wirklich schön nach oben gedreht, aber Leute, wir sind momentan weiterhin verortet in Abwärtstrends und das kann man einfach nicht vom Tisch diskutieren. Der ist da, er wird hier auch angezeigt. Das sind wichtige Fakten und wenn ich mal kurz den Trendverlauf hier rausnehme, dann sehen wir ganz klar hier oben. Dieses Level hier muss erstmal raus, dass wir überhaupt in die Lage kommen, einen Aufwärtstrend zu machen, weil das, was wir momentan sehen, ist lediglich die Korrektur hier oben rein. Also hier sozusagen das Level war das Korrekturlevel, dann hatten wir hier von oben rauf das Bewegungslevel bis nach unten hin und das wird jetzt korrigiert und hier oben um die 3470 Punkte Marke dreht der Markt immer wieder rum. Das heißt, übergeordnet ist der Abwärtstrend immer noch vorhanden. Wir müssen oben raus, um einen Aufwärtstrend zu bekommen. Wie sieht das Ganze aus? Hier, das muss jetzt vorher, vor diesem Tief hier, muss die Umkehr kommen, dass wir dann nach oben laufen und dann haben wir die Chance, die Oberseite anzulaufen. Vorher ist hier sozusagen der Markt weiterhin abwärts. Wir haben zwar schöne Anlaufpunkte auf der Oberseite, aber was nützt uns das denn, wenn wir hier in einem laufenden Abwärtstrend hoffen, dass der Markt nach oben läuft? Ne? Wenn wir schauen, was der Markt hier macht, er trendet nach unten. The trend is your friend. Und solange wie der Trend läuft, läuft er halt. Ja? Und da muss ich jetzt nicht hoffen, dass der Markt die oberen Kurse ansteigt, solange wie der Abwärtstrend noch absolut intakt ist. Das wird kommen. Irgendwann dreht er rum. Wir müssen nur schauen, wie es ist. Wir haben massive Corona-Ausweitung und wir haben US-Wahlen. Und da ist viel, viel Potenzial drinnen, wo sich die Händler jetzt sagen, okay, wir gehen erst einmal hier an dieser Stelle in Deckung, weil das Thema US-Wahlkampf ist extrem wichtig.
Und egal wie es ausgehen wird, ja, werden wir wahrscheinlich erhöhte Volatilität sehen. Und wenn Trump nicht die Wahl gewinnen sollte, ja, wir wissen ja alle nicht, wie es ausgeht. Wir wissen, was die Buchmacher momentan sagen, aber das Endergebnis kennen wir nicht, weil bis zum 3. November wird gewählt in den USA. Nicht am, sondern bis zum 3. November. Und das heißt, hier ist noch überhaupt nichts klar. Und wenn Trump nicht gewinnen sollte, wissen wir ja schon, er will einen Lawsuit, er bringt das ganze Ding zum Court und wird an dieser Stelle klagen, weil es ist ja ungerecht. Zumindest hat er das gesagt. Das ist Betrug und. Wir kennen ihn ja. Das wird sehr, sehr unbequem und deswegen fangen jetzt einige Händler an, weiter auch Cash aufzubauen und das sieht man halt, das ist der Abgabedruck, der hier kommt und das ist das, was nach unten geht und für jetzt wichtig ist, diese Marke hier unten um die 3410, wenn das fällt, kommt es zur Trendfortsetzung und wenn die Trendfortsetzung kommt, müssen wir uns nach unten orientieren und was haben wir da drinnen liegen? Hier diesen Drehbereich um die 3400 Punkte Marke und dann geht es schon unten drunter hier, dann müssen wir uns weiter unten orientieren, 3300 um die 40 haben wir einen Anlaufpunkt, 3310 in etwa. Also da haben wir einige Level zur Unterseite, die wir durchaus anlaufen können, wenn das Ganze ziemlich stark fällt. Also an dieser Stelle ist das wirklich sehr, sehr wichtig, die Positionen nach unten mit zu begleiten, wenn der Markt nach unten läuft, wenn der Trend hier nach unten abgeht und das Ganze dann zu sehen. Also das ist wirklich interessant auf der Short-Seite an diesem Punkt. So, das haben wir da. Ja, und dann muss ich gehen, schaue ich nochmal in die Frage rein. Eine Frage haben wir noch, die muss ich mir mal kurz durchlesen. Ah, wir haben jetzt noch sozusagen noch eine Frage zu den starken und schwachen Währungen, die wir haben. Das ist hier nachgefragt worden. Also wir haben, kurz zu sagen, dieser Einwand, der hier gekommen ist an dieser Stelle auch, ist es denn nicht besser, starke Währungen zu finden und zumindest Stärke gegen Schwäche zu traden? Natürlich. Das ist kein Problem. Das ist auch häufig eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Aber gerade jetzt in Phasen, wie wir jetzt haben, wo viele Währungspaare auch in größeren Seitwärtsphasen sich hin und her bewegen, ja, kommt man oftmals nicht dazu, dass man, wenn man nur diese Konstellation stark gegen schwach sieht, ja, dass man dort vernünftige Trading-Setups bekommt. Und deswegen schaue ich halt auch einfach mir die Charts an. Ja. Ich schaue jetzt nicht, ich screene die Märkte nicht, wenn ich sage, okay, ich gucke jetzt nur nach Stärke und Schwäche, sondern ich gucke mir einfach die Charts an. Ich mache das oldschool, ich klicke die Charts einfach durch, ich gucke nach den Trendverläufen und wenn ich dort was Interessantes sehe, schaue ich erstmal in den Chart rein. Deswegen ist das Währungspaar hier heute auch reingekommen, Australdollar, Kanadadollar. Der nächste Blick, den ich mache, ist dann halt auf die Stärke, Schwäche zu schauen. Und wenn ich dann aber zwei sozusagen schwache oder zwei starke Währungen habe und die zeigen mir trotzdem intakte Trends an, die ich gegen die Währungspaare traden kann. Wieso soll ich das nicht traden? Das sind ja Setups, die man traden kann und das funktioniert. Ne? Wir haben es ja auch schon gesehen mit den beiden Safe-Haven-Währungen, den Yen und den Schweizer Franken, wo man gesagt hat, oh Gott, solche Währungspaare, die tradet man doch nicht gegeneinander. US-Dollar, beziehungsweise hier, schaut euch das mal an. Wo viele sagen, du kannst doch jetzt nicht solche Währungen miteinander traden, diese Safe-Haven-Währungen, die machen doch keine Trends. Ich weiß jetzt nicht, also wenn das keine Trends sind, die wir hier an dieser Stelle sehen, keine Ahnung. Aber das ist halt wirklich ein Punkt. Stärke, Schwäche oder Safe Haven Währung oder wie auch immer, spielt im Trading häufig eine große Rolle. Aber wenn ich einfach einen Chart sehe, der mir gefällt, wo ich der Meinung bin, hier kann ich einen kurzfristigen Trade wagen, dann ist das Thema Stärke, Schwäche relativ, das ist nebensächlich an dieser Stelle, ja. Das spielt bei anderen Komponenten eine sehr, sehr große Rolle, ja. Aber in dieser Konstellation, wie ich es heute gehabt habe, ist das für mich nicht ganz so wichtig. Und aus diesem Grund ist Australdollar, Kanadadollar heute entsprechend mit auf die Agenda gekommen. Also ich hoffe, so ein bisschen muss man das Ganze sozusagen hier an dieser Stelle sehen. Und wie schon gesagt, Thema WTI beispielsweise, das war ja heute drin, weil wir wirklich die Schwäche haben und wir haben es ja gesehen, ich schreibe das Ganze immer sonntags in einem Research am Sonntag sozusagen, damit man sich für die Woche auch so ein bisschen vorbereiten kann und manchmal passiert es halt, dass diese Handelssetups schon wirklich anlaufen hier an dieser Stelle, aber wir haben halt genügend Luft nach unten und das ist halt der Punkt, wenn wir hier deutlich Druck zur Unterseite reinbekommen und wir sehen es, was der Markt hier macht, wir haben vorhin den Stundenchart besprochen, hier liegt die Linie noch drin, zack, es fällt einfach in die Bewegen weiter rein, wir werden immer schwächer und das ist eine Schwäche und die kann man durchaus traden, aber auch da gibt es keine Garantie, dass der Markt einfach wie ein Stein fällt, sondern da kann es auch Rücksetzer geben, deswegen trotz der Schwäche hier immer den Blick auf die Chartsverläufe und dann passt das Ganze für die Handelssetups. An dieser Stelle danke
fürs Zuschauen und bis morgen früh um 8.30 Uhr live mit dem Blick in die Märkte und gerne auch dem ein oder anderen Wunschmarkt. Ich freue mich drauf und sage bis morgen dann. Tschüss.